Willkommen zurück zur Folge 11 von Die Reise ins All, was bisher geschah. In der Mietskaserne dürfen wir erst einmal der Bevölkerung helfen. Wir verdonnern einen trunksüchtigen Ehemann zur Kindererziehung, bringen ein Mädchen und ihren Teddybär wieder zusammen und entschlüsseln auf Anhieb den sehr komplexen Code einer Ganoven-Geheimbasis. Diese Heldentaten verzücken die Bewohner so sehr, dass sie uns einen heißen Tipp geben. Der Fantaier weiß nämlich mehr, als es den Anschein erweckt. Nach beharrlichem Nachfragen räumt er das Feld. In seiner Schatztruhe finden wir kompromittierendes Briefmaterial. Borowski und der Fantaier machen gemeinsame Sache. Borowski lässt die Arbeiter ohne Grund streiken und durch den Lohnausfall müssen sie die Dinge einpfänden. Das macht den Pfandleiher reich, der Borowski dafür wiederum bezahlt. Nachdem wir seine Wache damit konfrontieren, ist der Weg zu Borowski frei. Dieser hetzt uns erst seine zwei Gorillas auf den Hals, dann hechtet der eigentliche Strippenzieher aus einem Hecht. Es ist mal wieder Moriarty. Ein Kampf entfacht, diesmal mit dem Scharlatan selbst, doch Eleonore und die Kreatur mühen sich ziemlich ab, bis mit Heisen und dem frisch Genesenen von Magwitz die Rettung naht. Zu viert prügeln sie Moriarty windelweich. Dann taucht Inspektor Lestrade auf. Zwar zu spät, um irgendwas zur Klärung des Falls beizutragen, aber immerhin rechtzeitig, um Borowski, den Pfandleiher und Moriarty endlich dingfest zu machen. Und nun steht der Allreise nichts mehr im Weg. Gründlich durchgecheckt steht sie da und wartet auf den Start. Der Countdown läuft, dann hebt sie ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Naja, genug Major Tom. Zwar wackelt die strukturelle Integrität, doch das Raumschiff hält. Doch was ist das? Die Augen unserer Astronauten erblicken ein riesiges fremdes Schiff. Was hat es damit auf sich? Um diese Frage zu beantworten, muss Professor Heisen ein Geheimnis lüften. Ein Geheimnis, das sich dort zutrug, wo unsere Geschichte begann. Im Orient. Wir erinnern uns, dort wurde Heisen ins Innere einer Anubis-Statue / Pforte gebeamt, ordentlich durchgesäppt und tauchte dann einen Monat später mit neuem Erfindungsreichtum gesegnet wieder auf. Sehen wir nun das fehlende Kapitel seiner Reise? Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auch zu Folge 11 von Die Reise ins All. Und in der letzten Folge ist sie endlich geglückt, die Allreise. Wir spielen aber Professor Heisen, der auf magische Art und Weise hier in das Innere der Statue gelangt ist. Wundersamerweise befindet er sich immer noch auf Level 11 und wir haben einige Dinge bei uns im Inventar. Darunter auch, und viele von euch haben es bei Discord oder in der Kommentarsektion erwähnt, das Wurstbrot, das habe ich mit in den Weltraum genommen. Ich dachte mir, so eine kleine Stärkung für unsere Party ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Nein, da ist natürlich eine Sidequest, die ich nicht absolviert habe. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch kurz, was passiert, wenn ich dem Streikenden noch das Wurstbrot gebe. Ich habe, wie ihr euch denken könnt, einen alten Spielstand geladen und kann nun meine Aufgabe als Wurstbrot-Lieferservice vollkommen entsprechen. Der Herr der Begierde ist der Herr mit dem Nö-Schild. Ich finde das beste Schild der dreien. Finde ich auch super. Alle Demonstrationen renne ich immer mit dem Nö-Schild rum. Kann man universal einsetzen. Wer so ein grandioses Schild gebaut hat, hat auch ein Wurstbrot verdient. Ihre Frau lässt Ihnen dieses Wurstbrot zukommen. Meine Alte ist doch die Beste. Ach, und vielen Dank, dass du extra hergelaufen bist, Kleiner. Njam, njam, njam. Das Wurstbrot ist schmackofatzig unterwegs. Und jetzt kann ich es enthüllen. Ja. Ich habe in der letzten Folge euch gefragt, wie ich die Kreatur nennen soll. Sie bekommt im Laufe des Spiels keinen Namen. Das wollten wir ändern und viele von euch haben mir Vorschläge in die Kommentarsektion oder über Discord geschrieben. Die habe ich alle ein bisschen konsolidiert und dann hatten wir auf meinem Discord-Kanal eine Abstimmung. Und wir hatten einen Gewinner. Oder wir haben einen Gewinner, der hat sich mit großem Abstand, sag ich mal, durchgesetzt gegenüber den Alternativen. Und es ist für mich einfach auch der perfekte Name. Ich hatte erst die Überlegung, es an den Community-Tab zu geben und das dann quasi nochmal bei YouTube zur Abstimmung zu geben. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Einerseits, weil ich dann länger auf diese Folge warten müsste oder ihr länger auf diese Folge warten müsstet. Außerdem finde ich den Namen so perfekt für diese Kreatur, dass ich wirklich gesagt habe, wir nehmen den jetzt einfach. Ich mache diese Entscheidung und ich habe jetzt die Möglichkeit, ihn zu enthüllen. Die Kreatur heißt fortan Ulf. Sie heißt Ulf. Ulf ist der Name, für den wir uns entschieden haben, den wir für den Rest dieses Let's Play der Kreatur zugeben. Vielen Dank an Griselda Halsborough für den grandiosen Vorschlag. Tatsächlich, wie gesagt, ich finde den Namen so perfekt. Auf Platz 2 war tatsächlich Ronak, ne, kennen wir aus Vampire's Dawn. Genau, aber ich finde, er hat auch eine gewisse ulfige Aura, von daher passt das perfekt. Ich würde sagen, wir springen jetzt wieder zurück zu Heisen und machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Dann bin ich mal gespannt, was Heisen hier so alles erlebt. Wir erinnern uns, Heisen, nachdem er irgendwie diese Episode hat, er war, glaube ich, für einen Monat verschwunden. Danach war er in der Universität, hat unglaublich viele grandiose Erfindungen zutage gefördert. Das heißt, sein Erfindergeist wurde supercharged. Ich bin sehr gespannt, was hier so passiert ist. Ihr habt es im Recap ein bisschen gesehen, er wurde gesappt. Das ist passiert von irgendeinem grünen Licht.
Sehr gespannt. Wir machen mal weiter. Prächtig, prächtig. Nach all den verstrichenen Zeiten tanzt wieder ein bunteres Feuer unter dem Kessel. Ich glaube, diesem Kessel hatte ich die Kohle für den Ofen entnommen. Da nehme ich doch noch etwas. Du nimmst etwas Kohle. Was soll ich denn jetzt mit der Kohle? Ja, in dem Speicherstand. Ich habe es jetzt nicht nochmal absolviert. Ich nehme das Wurstbrot mit ins Grab. Kohle. Der Energieträger der Moderne. Kann ich mir mehr davon nehmen? Wenn ich mir die Taschen voller Kohle stopfe, schimpft meine Haushälterin, wieder ein Stück reicht. Ja, die Haushälterin. Ist das etwas, was öfters mal passiert? Professor Heisen, zeigen Sie mir jetzt mal bitte Ihre Taschen. Und dann klumpen da so 400 Kohlestücke raus. Äußerst fortschrittlich. Das Rohr ist warm. Ich würde zu gerne wissen, welche Apparatur sich darunter verbirgt. Gut, fortschrittlich ist es in der Tat. Hier gibt es sonst nichts zu erkunden. Gehen wir mal zurück. Zurück? Nein, ich werde diesem Gemäuer seine Geheimnisse entreißen. Aber wie mache ich das denn? Muss ich hiermit interagieren? Aha, eine Tür. Das war eher Zufall. Ah, es vertrackt hier. Oh. Schon wieder ein neuer Baustil. Ja, es ist so ein bisschen avantgardistisch zusammengeflanscht. Brr, dieser Innenarchitekt gehört hinter Schloss und Riegel. Das ist auch so richtig schön metamäßig. Aber dieser Stein, der da so völlig schwerkraftignorierend im luftleeren Raum rummeandert, ist scheinbar für ihn nicht interessant. Er möchte damit auch nicht interagieren. Ich habe jetzt verschiedene Schalter, die ich drücken darf. Ah, ich verstehe. Aha. Wir haben hier also eine Steuerung. Ja, das ist doch easy. Ich weiß gar nicht, wo die Herausforderung hier sein soll. Zack. Okay, vielleicht gibt es doch eine Herausforderung. Hä? Warum? Kann ich mit dem Ding irgendwie interagieren? In den Stein sind kleine Zeichen geritzt worden. Da sind Zahlsymbole. Eine 2 und eine 3, meine ich. Eine 2 und eine 3, nehme ich an. Okay, dann versuchen wir das links doch mal zweimal und das rechts dreimal. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn es nicht von Erfolg gekrönt ist. 1. Eine 2 und eine 3, sagte er. Okay. Ich habe doch keine Ahnung. Wir werden es sehen. Endlich mal ein Rätsel, das meiner würdig ist. Okay, was auch immer. Damit ist der Teleporter nun geglückt. Fantastisch. So, dann kommen wir mal durch. Okay, es geht links oder rechts. Ich speichere mal. Mal gucken, ob das irgendeinen Unterschied macht, durch welche Tür wir gehen. Die Tür rührt sich keinen Millimeter. Diese aber. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das kann also dauern. Was steht hier? Wieder eine dieser Inschriften. Vor dir liegen Schlängelpfade, sie tun sich auf, so du es sagst. Kreuz und quer und krumm und gerade, schon bald du hier am Sinn verzagst. Okay. Wieder! Aha. Wir probieren das einfach mal. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Ab durch die Mitte. Okay, die Mitte führt hierhin. Wir müssen uns das alles mental merken. Habe ich schon wieder alles vergessen. Okay. Okay, rechts waren, haben wir noch nicht ausprobiert. Okay, das geht hierhin wieder zurück, verstehe. Das heißt, die Mitte ist schon mal safe. Wir probieren es jetzt mal rechts lang. Okay, hier geht's zur Tür. Die Tür ist verschlossen. Ich nehme an, das soll der Schalter besorgen. Okay, dann gehen wir nach links. Und hier jetzt nach rechts. Okay, das ist also nicht von Erfolg gekrönt. Ja, wir müssen hier so ein bisschen munter ausprobieren. Aber ich weiß immerhin, wie ich zur Tür komme. Hier nach oben. Aha. Grandios. Damit scheint die Tür offen. Okay, dann jetzt kann ich mit rechts zur Tür, oder? Nee, Quatsch. Aber hier kann ich mit rechts zur Tür.
Nein, kann ich nicht. Blödsinn. Mitte, dann rechts. Bald haben wir es. Nur noch 10 Stunden. Jetzt haben wir es. Ohne mitzuschreiben. Meine alten grauen Zellen funktionieren noch halbwegs. Würdest du gerne wissen, welche Apparatur sich darunter verbirgt? Oh, ist das fortschrittlich. Es arbeitet. Ja. Nein, das war Quatsch. Muss ich jetzt wieder zurück, oder was? Ich probiere jetzt mal die andere Tür. Aha! Grandios. Diese Maschinerie benötigt dringend Energie. Hinein mit der Kohle. Toll. Das hat sich also gelohnt, die Kohle mitzunehmen. Wohin soll der Aufzug fahren? Hier bleiben. Hinunter, bitte! Das ist also ein Aufzug, verstehe. Hier haben wir irgendwelche okkulten Symbole. Was für ein absonderliches rotes Licht! Man wird doch nicht etwa versuchen wollen, mich mit Dämonenspuk zu erschrecken? Alberner Unfug! Aha. Immer diese Rätsel. So, so, eine weitere Rätselei. Zeige auf das Hohe, sei das Hohe. Ein Sinnspruch oder einfach nur eine unsägliche platte Phrase? Sei das Hohe. Ich bin ja hoch. Zeige auf das Hohe, sei das Hohe. Vielleicht so? Muss es alles in die Mitte zeigen? Vielleicht? Zeige auf das Hohe, sei das Hohe. Und jetzt muss ich nach oben. Ja. Es scheint, dass sich eine Ladung in diesem Raum aufbaut. Oh. Ich habe jetzt die anderen Türen nicht ausprobiert. Ich glaube, das war vielleicht nicht so gut. Ich check die demnächst nochmal. Was ist dann passiert? Sorry, habe ich nicht vorgelesen. Dann packte mich etwas mit unwiderstehlicher Gewalt. Ich fühlte mich emporgehoben. Aha, interessantes Artwork. Wir sehen also quasi jetzt sein Faceset nur komplett. Ein uralter Strom aus Stimmen, Gedanken, Hoffen und Bangen ergoss sich in mein Hirn. Ergoss sich in sein Hirn. Das klingt unappetitlich und nicht jugendfrei. Kenntnis. Meine Kappe ist schief. Erfahrung. Pures Wissen, hochkonzentriert. Die Kapazität meines Hirns selbst weitete sich unter dem Einfluss des wundersamen Kristallapparats. Klingt medizinisch relevant. So eine kleine Erweiterung des Kopfes. Daher also rührte ihre sprunghaft geschriebene Kreativität her. Nun, ich möchte nicht sagen, zuvor ein Schafskopf gewesen zu sein, aber Sie haben recht, seitdem bin ich in aller Bescheidenheit ein formidables Genie. Aber woher kam das alles? Wer baute diese Maschine wie... Gemach, Gemach, Fräulein Eleonore, nun folgt der schwärzeste Teil meines Abenteuers. Das als gedankliche Flut in mein Inneres strömte, war präzise, kalt und von gnadenloser Schärfe. Es war nicht von dieser Welt. Aliens. Aha. Wie mein... Diese Form der Intelligenz, die mich nun erfüllte, ließ mich die Dinge mit aller Klarheit sehen. Diese ganze Vorrichtung war weder für einen Menschen, geschweige denn von Menschenhand errichtet worden. Die Herren einer fremden Welt schufen dieses Wunder. Und da ist noch etwas. Und da ist noch etwas. Es drang nicht nur ihr Wissen in mich ein, sondern auch ein Teil ihres Geistes. Des abscheulichen Geistes. Plötzlich wird er zu einem, Krakenmonster. Cthulhu. Wie furchtbar. Ja, entsetzlich. Ich spürte, wie das Bewusstsein einer alten, weit entfernten Welt nach mir griff. Unappetitlich. Ich finde es interessant, wie sich der Hut dann immer so die ganze Zeit hebt, ne? Ich kämpfte dagegen an. Es ist Morlon. Und ich kämpfte um nichts Geringeres als um die Essenz meiner Menschlichkeit. Schien mir eine Ewigkeit zu wehren, aber ich siegte. Yeah! Nun kennen Sie meine Geschichte.
dieser Kristallapparat. Eine erstaunliche Vorrichtung. Wenn es mir gelänge, seine Funktionsweise zu ergründen, könnte ich die Hirne aller Menschen auf ganz neue Stufen der Erkenntnis heben. Stellen Sie sich diese Möglichkeiten vor. Außerdem habe ich gerade gesagt, dass da jetzt so böse Aliens abscheulicher Art und Weise in deinem Kopf sich einnisten. Das ist nicht unbedingt ein Schicksal, was ich für die Menschheit als erstrebenswert erachte, mein lieber Professor. Sie meinen, unser Leutnant könnte dadurch zu einer geistvollen Persönlichkeit werden? Ja, ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren. Wäre ja fabelhaft. Grrr. Ja, ein bisschen gedauert, bis er den Diss verstanden hat. Ja, Ulf. Muss ich an den Namen selbst noch gewöhnen. Ich finde ihn grandios. Ja, ich hoffe, ich trete euch damit nicht zu nahe oder beziehungsweise ihr könnt damit leben. Wenn nicht, ihr habt, glaube ich, wenig Optionen, außer nicht zu gucken. Dann muss ich ganz doll weinen, wenn ihr das Let's Play wegen eines Namens hier an dieser Stelle unterbrecht. Dieser fremde Geist. Magianer! Aha. Das weiß er sofort. Bei Tentakel und... Ach ja, gut, er hat das Wissen abgeloadet bekommen. In seine Birne. Wie mein? Dank des Kristallapparats konnte ich die Texte dieser alten Anlage entziffern. Vieles, viel zu vieles war durch den Lauf der Zeit zerstört, aber so viel lag klar. Schon vor urdenklichen Zeiträumen suchten die Marsianer unsere Erde heim. Warum sie scheiterten, weiß ich nicht, aber ich weiß, was sie suchten. Herrschaft, Macht, Dominanz. Ich greife immer noch nicht, was das alles mit diesem riesigen Schiff zu tun hat. Potzblitz, eine Invasion. Ich fürchte, unser Leutnant hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Nagel habe ich auch im Inventar. Und unsere Aufgabe wird es sein, den Anlass dieses entsetzlichen Treibens selbst zu erforschen. Auf dem Mars. So, aber nun machen wir es uns erst einmal ein wenig gemütlich. Wie bitte? Es ist nur ein Stückchen Weges bis zum Mars. Warum sollten wir es in der Zwischenzeit nicht bequem haben? Entspann dich. Ja, Sie finden mich im Laboratorium, da behagt es mir am meisten. Ach, Ulf, sei so gut und komm mit. Wir brauchen dich im Maschinenraum. Ja, aber und was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Sie können etwas Ordnung in das Durcheinander bringen, Gnädigste. Sehen Sie sich doch nur um. Ist sie deine Haushälterin? Wir fahren jetzt Fahrstuhl, mein Lieber. Fahrstuhl. Toll. Okay, damit habe ich wieder die Kontrolle über unseren Leutnant. Eigentlich über die gesamte Party, interessanterweise. Ulf ist ein Experiment. Genau, ich gehe jetzt mal, ich springe mal zurück und mache dann noch quasi die, ich versuche mal die Türen. Bis gleich. So, durch diese Tür sind wir gekommen. Probieren wir doch mal diese hier. Die Tür sitzt felsenfest in ihren Fugen. Hier geht's also auch nicht lang. Mehr Satan. Und auch diese Tür sitzt felsenfest in ihren Fugen. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Ahnung, ob man das irgendwie ermöglichen kann, dass die Türen aufgehen. Ich fürchte es fast nicht. Gut, okay, dann haben wir überhaupt nichts verpasst. Können den alten Speicherstand wieder laden. Sehr schön. Also, von Magwitz. Genau, also wir haben jetzt... Ich spreche mal mit ihr. Wir haben ja gespeichert. Was soll man nur davon halten? Fürchterlich. Marsianer, Rätsel, Invasion. Verstehe, warum Gnädigste so aufgebracht ist. Ach, das, ja, das ist auch unangenehm. Aber ich meine, die Unordnung hier, sehen Sie doch nur. Werde helfen. Sie... Freiwillig, Ordnung kennt er sich aus. Es sei denn, er verrückt Schilder. Das habe ich immer noch nicht verziehen. Sie hacken da irgendetwas aus. Also los, sortieren Sie die Bücher ein, während ich die Decke richte. Ist die Frage, kann man die mit den Büchern irgendwie vorher? Hier steht eine wahre Wunderwelt an Romanen. Ordentlich in Reihe und Glied. Ja, ja, also hier stehen etliche Romane. Vielleicht ist später noch Zeit, darin zu blättern. Sie wirken vielversprechend. Hier steht ebenfalls eine wahre Wunderwelt. Und auch hier steht eine wahre Wunderwelt. Jetzt haben wir das aber alles weggeräumt. Na gut, dann haben Sie jetzt frei. Juhu! Haben Sie noch etwas? Wo sind die anderen? Sie haben den Professor doch gehört. Er ist in die Projektilspitze in sein Labor gefahren. Und unser fleißiges Wesen arbeitet im Maschinenraum. Fleißig. Traue dem Ding nicht.
Das ist kein Ding. Das Wesen hat Gefühle, also begegnen Sie unseren Gefährten mit Respekt. Schöne Gefährten, ein wandelnder Kadaver, eine tintende Kleckserin und ein Mann mit Gespenstern im Hirn. Hören Sie auf, der Professor hat die fremde Intelligenz aus seinem Kopf verbannt. Ja! Sagt er. Naja, er sagt auch, dass er die Intelligenz in seinem Kopf hatte. Hätte er ja auch aussparen können, die Info. Meinen Sie etwa? Nein, daran will ich nicht einmal denken. Fehle mich, das mit der Langeweile mache ich später. Seien Sie bitte etwas weniger anstrengend, das ist eine lange Reise. Entschuldigen Sie mich, ich muss die Zeit vertiefe mich in einen Roman. Och, Mensch! Ewiges Gelese, weiß gar nicht, was daran so aufregend sein soll. Wage vielleicht selbst einen Versuch. Das mache ich, aber ich möchte die andere Dialogbox noch kurz haben. Ich spring mal dahin. So, dann. Verspüre gelinde Langeweile. Angezwängt mit Ihnen in einer kleinen Kapsel im Nichts. Herrlich. Es wird ein Weilchen dauern, bis wir den Mars erreichen, Herr Leutnant. Suchen Sie sich Zerstreuung. Was haben Sie denn gedacht, warum wir eine halbe Bibliothek mit uns befördern? Feuerholz. Ach. Wo sind die anderen? Das haben wir schon. Okidoki, empfehle mich. Seien Sie bitte etwas weniger anstrengend, das haben wir bereits. Ein Roman. Ewiges Gelese. Ja, das machen wir. Wir speichern dann nochmal auf einem anderen Speicherstand. Wir haben ja das kostenlose Speichern. Und Rodrigo nahm Kate in seine starken Arme. Na, das geht Sie gar nichts an. Rodrigo. Tja. Was sagt sie denn? Okay. Wir haben hier ein Bett. Ich will hier keine delikate Situation heraufbeschwören. Bett von Fräulein Eleonore bleibt ihr vorbehalten. Das weiß ich ja nicht, wem welches Bett hier gehört. Nein, ich möchte nicht schlafen. Kurzes Orgelsolo von unserem guten von Magwitz. War das aus Actraiser? Kann man mal hören. Oder aus Castlevania, kann natürlich auch sein. Ich glaube, es war Castlevania. Ihr werdet es mir sicher in der Kommentarsektion schreiben. Aha, Romane. Werde mal darin lesen. Na bitte, sogar mit Bildern. Recht dick. Nur Mut, es lohnt sich bestimmt. Was haben Sie sich eigentlich ausgesucht? Eine spannende Mischung aus Seefahrt, Abenteuer, Freibeutertum, Meuterei, Verrat und Gefahr. Steht zumindest hinten auf dem Buch. Naja, zweifelsfrei etwas für kriminelle Liberale. Ich finde das gut mit der Zunge raus. Also, die Schatzinsel von R.L. Stevenson. Jim Hawkins heißt der Held. Komischer Name, scheint recht jung zu sein. Eines Tages der alte, braungebrannte Seemann mit der Narbe unter unserem Dach seinen Wohnsitz aufschlug. Ungeheuerlich lassen einen Piraten zur Miete bei sich wohnen. Der Seeräuber scheint sich vor irgendjemandem zu fürchten. Ach, vor seinen früheren Kumpan. Elende Bagage allesamt. Schockschwere Not. Sie haben ihn gefunden. Piraten übergeben ihrem ehemaligen Gefährten etwas. Der schwarze Fleck. Der Pirat, nein, das gibt es doch nicht. Er stirbt vor Schreck. RIP. F in die Kommentarsektion. Und was macht Jim? Aha, er untersucht die Kiste des toten Piraten. Pass bloß auf, Kleiner. Ah, die Piraten kommen zurück. Sie suchen etwas bei den Toten. Lauf, Jim, lauf. Warum hilft ihm niemand? Jetzt greifen die Männer des Squires ein. Das wurde auch höchste Zeit. Hurra, die Piraten fliehen. Er ist richtig immersiert in die Geschichte. Er ist richtig dabei. Vielleicht können der Squire und der Doktor dem kleinen Jim helfen. Sie haben eine Karte beim toten Piraten entdeckt. Geld, rief der Squire. Haben Sie denn nicht zugehört? Glauben Sie, diese Schufte sind hinter etwas anderem her gewesen als hinter Geld? Nun, wir werden sehen, erwiderte der Arzt. Aber Sie sind ja so hitzköpfig und aufbrausend, dass ich gar nicht zu Wort komme. Falls es so etwas wie den Schatz des Captain Flint gibt, dann haben wir in diesem Paket einen Schlüssel zu Flints Versteck in der Hand. Aber wer weiß, ob es sich überhaupt lohnt, diesen Schatz zu heben. Schatz heben lohnt sich immer. Natürlich, was gibt's da zu zaudern? Auf, Schatzsuche befohlen. Das wäre mal ein geiles Buch, wenn man einfach so in der Mitte einer Schatzsuche sagt so, das wäre zu viel Aufwand. Ja, stimmt, geh mal Bier trinken. Naja, na bitte, der Squire und Dr. Livesey wagen es und Jim darf mit. Jim ist schon ein tapferer kleiner Kerl. Livesey, sagte der Squire.
Sie geben sofort Ihre verdammte Praxis da auf. Morgen reise ich nach Bristol. In 3 Wochen was? 3 Wochen? In 2 Wochen? In 10 Tagen haben wir das beste Schiff. Die erlesenste Mannschaft in England. Jim Hawkins mag als Schiffjunge mitkommen. Du wirst einen famosen Schiffsjungen abgeben, Hawkins. Sie, Life, Sie sind der Schiffsarzt und ich mache den Admiral. Okay, jetzt muss ich mir Stimmen überlegen. Teufel, Teufel. Crystal scheint den Regen gemietet zu haben. Mich muss der Leibhaftige geritten haben. Ich verlasse meine Praxis für eine Schatzsuche. Ein Schatz. Bei Gott, Sie sagen es, das ist alle Mühen wert. Ja, ja, aber halten Sie es für so klug, bei jeder Gelegenheit hinauszuposaunen, was wir suchen? Ach, Livesey, Sie alter Nörgler. Die braven Leute hier waren ganz begierig, mir zu helfen, sobald sie erfahren haben, dass wir auf Schatzsuche sind. Wem haben Sie eigentlich nicht davon erzählt? Oh, was für ein großer Hafen. Darf ich mich ein wenig umsehen, bitte? Nun, ich habe hier noch Besorgungen. Regeln Sie die Details, Doktor, auf bald. Ja, gut. Na dann. Dieser Mensch ist eine Zumutung. Darf ich jetzt über den Hafen bummeln? Bitte, bitte, bitte. Ja, ja. Lass auch du mich allein, Freund Jim. Aber Herr Doktor, ich... Ach, geh schon. Im Papierkrieg in der Hafenmeisterei musst du dir nicht mit ansehen. Aber gib acht, hier treibt sich allein zwielichtiges Volk herum. Nebenbei schau dich doch einmal um, ob du nicht einen brauchbaren Koch für unsere Fahrt entdeckst. Trelawney vergisst immer an den Bauch zu denken und zu niemandem ein Wort, Jim. Ich bin doch kein Plappermaul. Wohl wahr, Jim, dafür haben wir bereits unseren Squire Trelawney. Ich bin in der Hafenmeisterei. Es scheint mir, als haben wir hier eine optionale Geschichte. Du kannst das Buch Die Schatzinsel jederzeit wieder zuschlagen und die Geschichte beenden. Klick es dazu einfach in deinem Inventar. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Wir sind Jim Hawkins, ein Romanheld von Beruf. Wir befinden uns auf Level 1. Die Dinge sind die gleichen, die wir auch sonst haben. Und er ist auf Level 11. Faustschlag, Schwinger, Wabon vorbereiten und einschätzen. Das ist so ein bisschen Self-Insertion. Und zwar hat sich Magwitz da so ein bisschen rein self-inserted. Und er hat eine Pistole dabei. Also... ich nehme einfach mal an, so wie das jetzt funktioniert, ist, dass von Magwitz Charakter genommen wurde. Es wurde einfach das Gesicht ausgetauscht und der Name und die Beschäftigung. Und wenn ich das jetzt quasi wieder zuschlage, die Schatzinsel beendet die Literatur. Wir gucken mal, wir spielen das jetzt mal ein bisschen und gucken mal, wie es hier weitergeht. Dicke, schwere Fässer zieren den ganzen Hafen, die wirst du aber kaum aufbekommen. So sehr du dich auch umsiehst, kannst du doch keine offene Kiste entdecken und wenn doch, ist sie leer. Ja, 90, 60, 90. Aber ich finde es sehr schön, dass die Perspektive ist mit einem Radar genau drauf zugesteuert. Sag mal, Kleiner, wo starrst du mir in deinem Alter denn schon hin? Du hast dich doch wohl nicht so angezogen, damit man deine Frisur bewundert. Einmal kluger Horotzlöffel. Lass sie sich doch kleiden, wie sie möchte. So sehr du dich auch umsiehst. Hatten wir diese Dialogbox bereits. Was sagt er? Donner und Doria, ich kann jetzt einen ordentlichen Schluck gebrauchen. Donnerliedchen. Ahoi, ist das hier eine Luft? Ja, und ob sie das ist. Es riecht nach Freiheit und Abenteuer. Eher nach Fisch und Algen. Mahlzeit. Glaub mir eins, Kumpel. Das Fernrohr ist das beste Lokal hier. Prost. Hier oben steht jemand, der nicht mit uns sprechen möchte. Er hat sehr viel Flüssiges bereits getrunken und versucht seinen Mageninhalt mehr oder minder erfolgreich bei sich zu behalten. Nicht so erfolgreich wie gedacht oder erhofft. Das haben wir hier. Der Sack ist gut verschnürt. Wir haben eine Pfütze. Hier wird Reis oder ein Sack mit irgendwas. Ja, ja, okay. Das sagt er. Land, Rade. Das ist ein Anblick, was? Ich blicke gern auf das Meer. Weit tief und unberechenbar. Keine Ahnung, was das wieder sollte. Die See kann ein Freund sein, aber manchmal ist sie auch dein Feind. Die beste Stimme, die ich gemacht habe. Da unten liegt die Hispaniola vor Anker. Ja, bisher habe ich nichts getriggert. Ich spreche mal mit den Leuten hier. Sturm und Kavenzmann, die Angriffe der vermaledeiten Piraten nehmen immer mehr zu. In Trinidad sollen sie schon den Hafenbetrieb beendet haben.
Ja, sowas aber auch. Verschwinde! Was ist denn? Hallo? Bist du schon weg, Junge? Nein! Gott und Teufel, sei nicht so neugierig und geh endlich! Jetzt bin ich erst recht neugierig geworden, Herr. Beim großen Kavenzmann, diese Jugend. Ja, wenn du mir schon auf die Nerven gehen willst, kannst du mir wenigstens auch helfen. Mir ist mein Hut vom Kopf geweht worden, so ein richtig schöner Kapitänshut. Es liegt ja irgendwo im Hafen und ich schau mich nicht raus. Sie sind komisch, Herr. Vielleicht die gleiche Problematik wie ich hier. Mangelndes Haupthaar. Komisch, ja. Was soll daran komisch sein? Ich bin Kapitän, also brauche ich einen Hut. Was sollen die Leute sonst sagen? Also gut, Herr, ich sehe mich um. Das tue ich in der Tat. Resolut sein hilft. So, wir speichern. Ein paar Speicherstände machen. Er ist am Hämmern. Hör mal, wer der hämmert. Na, verdammten Muscheln. Sie setzen sich überall fest und wenn sie nicht regelmäßig abgekloppt werden, ist das Boot bald hinüber. Das ist in der Tat ein Problem. Ich liebe das, nach erfolgreicher Fahrt anderen bei der Arbeit zuzusehen. Du kannst auch helfen. Tu nicht gut hier. Ja, er ist da nicht so begeistert. Was sagt er dazu? Gut, er lässt sich davon nicht beeindrucken. Ich will nicht reden. Maul faul. Ahoi. Wird kein Let's Player, der Typ. Da braucht man nämlich die Fähigkeit, zu jedem Zeitpunkt Schwachsinn zu labern. Ja. Kollege. Regnet es hier eigentlich immer? Das ist England. Es regnet? Achso, ja. Tja, die leichten Schauer fallen uns gar nicht mehr auf. Nein. Aus dem Weg, dann habe ich noch eins. Ständig muss ich diese Baumfrüchte hin und her buckeln. Irgendwann reicht's mir. Was haben wir hier? Weitere gut verschnürte Säcke. Seemannsbraun ist die See. Und nur ihr kann er treu sein. Hier ist doch der Hut. Ja, da ist da der Hut vom Kapitän. Domin, Junge, der wurde hier vorhin reingeweht. Ein feines Exemplar, das mache ich wohl. Kannst aber suchen, den rauszuangeln. Das kann ich in der Tat. Hier kommt keine verdammte Landrade an Bord. Befehl von Captain Bly. Zurück mit dir, du Sprotte. Gut, dann kann ich also nicht rein. Wir probieren das Gleiche auf dem anderen Schiff. Auch nochmal. Hier lässt man uns in der Tat drauf und es wird das Deck gesäubert, fachmännisch mit einem Lappen. Ey, faule Bagage hat sich gleich nach dem Anlegen in die Kneipe abgesetzt und verschrubbt jetzt das blöde Deck. Ich. Faul halten, ich sehe da noch reichlich Dreck. Alles gut, was ist denn hier los? Belletage? Nee. Captain's Wallet. Du darfst auf meinem Schoner spielen, Jungchen, aber halte mich nicht von der Arbeit ab. Na gut, was sagt er? Ständig verschwindet irgendwas an Bord. Langsam glaube ich, dass das organisiert wird. Jetzt behalte ich alles und jeden im Auge. Mich auch. Ich bin auch nur ein unschuldiger kleiner Junge. Das mächtige Ankerspill. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Hä? Nö, okay. Einmal sind es wohl die sinnlosesten Gegenstände schlechthin. Wann braucht man schon einen? Lass mich raten, in dieser Geschichte wird ein sinnvoller Eimer vorkommen. Hier ist die Angel. Die Angel bleibt, wo sie ist, verdammt ich. Hier wird überhaupt nichts angerührt. Statt ewig umzuschreien, würde ich viel lieber nach rumschreien. Meine Kehle ist schon ganz verdorrt. Okay, also muss ich Ihnen wahrscheinlich ein bisschen was zu trinken holen. Was fällt dir ein? Unter Deck hast du nichts zu suchen. Okay, aber jetzt haben wir zumindest schon mal die Angel. Die Angel lokalisiert haben wir. Ich glaube, wir sind ein bisschen jung dafür. Toll. Keine Ahnung, wo der Wirt diesen Koch her hat. Schmeckt göttlich. Das ist nicht der Soundeffekt, den ich haben möchte. Kann ich ihn überzeugen, wie das... Ja, hier ist also der beste Koch weit und breit. Vielleicht wäre da jemand von meiner Suche. Wir gehen erstmal hier rein. Oh ja, ist eine Hafenmeisterei. Ja komm, da gehen wir erstmal jetzt in den Pub. Wir haben ja gespeichert.
Glotz nicht so, du Knirps. Ausziehen! Man, da wird der Tante doch kalt. Richtig, Kleiner. Danke für den Hinweis. Ja. Na, Junge, hast du Lust auf ein Spielchen? Ein Spiel? Was für eins? Regeln sind ganz einfach. Ich denke mir eine Zahl aus und du musst sie erraten. Der Einsatz beträgt 10 Gold, das Gewinn das Dreifache. 625 Taler. Wir haben einen Rich Kid hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, ich versuche es. Also gut, ich habe mir eine Zahl überlegt. Wie heißt sie? 1, 2 oder 3? Ich nehme 3. Falsch. Aha, das macht 10 Gold. Aber ich bin gerade auf einen unglaublich dämlichen Trick hineingefallen. Das glaube ich auch. Die Flasche ist leer. Das ist nicht so sehr. Er ist auf jeden Fall... Ja. Mit zwei Getränken gleichzeitig unterwegs. Das ist immer gut, wenn du quasi mit doppelter Geschwindigkeit fährst. Zwei Getränke zum Mund führen. Heute ein Mord, morgen geht's voll. Tralala! Komm in ein paar Jahren wieder, Kleiner. Dann kann ich vielleicht was mit dir anfangen. Er versteht sich. Der Rum ist schon wieder alle. Okay, ihm geht's nicht so gut. Vielleicht sollte er das Etablissement mal evakuieren. Er macht's richtig, er genießt einen Kaffee. Machen viele hier. Also, na, schöne Tasse Espresso. Ist wahrscheinlich eine Tasse mit Grog oder Rum drin oder sowas. Na, kleiner Mann, pass auf, dass sich der Klabauter nicht schnappt, wenn er überhaupt an so witzigen Happen interessiert ist. Ho, 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 ho! Warum trinkt er eigentlich nur aus so kleinen Tassen? Ich dachte echt, der Seemänner saufen aus Krügen. Oho, der Grünschnabel kennt doch nie den Rum-Spezial vom alten Hagebutte. Der alte Hagebutte. Was ist hier? Okay, verstehe. Diese Zeitbombe lasse ich lieber in Ruhe. Hier wird gedanced? Nee, hier wird geprügelt. Ist das gleiche, ist Capoeira. Wie hast du mein Schiff genannt, Mistkerl? Dir werde ich zeigen. Ich werde Pokémeister. Speckscholle auf Speck mit extra Speck. Miam, 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 miam. Ja, als kräftiger Seemann braucht man eine ebenso kräftige Mahlzeit. Ja. Wir gehen hier hin. Hagebutte. Na, kleiner Mann, was darf's denn sein? Rum. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Bin schon fast doppelt so groß wie unser alter Hund. Na, mir soll's egal sein, ich bin nicht deine Mutter. Du wirst deinen Rum bekommen, sogar umsonst. Mhm. Wo ist der Haken? Aha, du bist ja doch schon recht weit erfahren. Hör zu, sag den Kerlen im Nebenzimmer einfach, sie sollen endlich ihre Rechnung bezahlen. Ich will's ja selbst tun, aber ich bin zu beschäftigt. Mach's gut, Kleiner. Okay, habe ich den Rum jetzt bekommen? Ich nehme fast an, nicht. Ich nehme an, das muss ich erst machen und dann kann ich den Rum. Schrottbruch und Masten klein, für Kerle wie dich hätte ich immer einen Knüppel unter dem Tresen. Boah, so ein kleines Kind kannst du doch einfach wegschieben. Wir speichern hier. Was willst du, kleine Sprodde, denn? Ja, das war sehr erfolgreiches Augenrollen. Ich soll kassieren, Herr. Du weißt was? Ein Knirps wie du will Billy Bone um sein hart verdientes Geld erleichtern. dann hol's dir doch, Arr. Was soll das denn jetzt, wieder? Geld sammeln. Es ist ganz einfach. Sammle die... Komme aus Versehen an die Enter-Taste. Hey, ich wollte doch nur etwas rum. Ach was, Jim, du schaffst das. Wisst ihr was? Ich fühle mich noch nicht kompetent genug, weil ich nicht gelesen habe. Ich nehme fast an, es ist die gleiche Logik. So, das hatten wir schon. Oh, dann habe ich jetzt aus Versehen das hier gemacht. Ich soll kassieren. So, jetzt nochmal. Geld sammeln, es ist ganz einfach. Sammle die Geldsäcke ein, versuche den Piraten auszuweichen und fall in so wenige Löcher wie möglich. Auf geht's. Oh, ich wollte doch nur etwas rum. Ach was, Jim, du schaffst das. Das ist durchaus herausfordernd hier. Hä, das war unfair. Ich habe gedrückt. Sogar, wie ich denke, zum richtigen Zeitpunkt. Das ist unfair. Ich muss das perfekt machen.
Ich habe einen gewissen Anspruch an mich selbst. Yes, 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 yes. Alles eingesammelt, 0 Zusammenstöße und 0 Totalabstürze. 100 Erfahrungspunkte. Du bist flink, Junge, hoho. Aber jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Ja, Herr. Gut, das habe ich geschafft beim ersten Versuch mal wieder. Nein, es ist okay. Ich brauche die Erfahrungspunkte doch. So, jetzt habe ich das Geld eingeholt. Habe ich es jetzt in meinem... Nein, habe ich nicht im Inventar. Ich habe die Rechnung eingesammelt. Sturm und Seegang, kleiner Mann. Du hast Schneid und den Rum hast du dir redlich verdient. Du hältst Rum. Lecker Rum. So, er möchte Rum haben. Den bekommt er. Ja. Gegebenenfalls hiermit. Wie schade, dabei hatte ich mir gedacht, einen Freund zu finden, der mir hilft, den ganzen Rum auszutrinken. Rum! Rum! Du hast Rum! Ach, der Krächzer. Hoho! Lass mich dein Freund sein, Kleiner! Hast du die Lust auf das schöne, wie schnell trinkt der Martin Rum aus, Spiel? Aber nur, wenn ich die Angel haben darf. Hm, na gut, kleiner Erpresser, aber wehe, du sagst doch nur ein Wort und jetzt her mit dem Rum! Du erhältst eine Angel. Das finde ich herz allerliebst. Jetzt kann ich nämlich mich zum südlichen Stück begeben, dort die Angel gewinnbringend einsetzen, um diesen Hut zu bekommen. Petri Heil! Gar nicht so einfach. Muss auf Level 10 bringen. Gleich noch ein Stück genau zielen. Hab ich dich. Was für ein Fang, mein Junge, der Hund von meinem Glatzkopf. Oh, hab ich doch gesagt hier. Hm? Eine Kerl traut sich seit Stunden nicht aus seinem Kahn heraus, weil er meint, sein Geheimnis sei auch nicht im halben Hafen rum, ha? Ja, das... Ich kann das nachvollziehen. Das liegt nicht, warum ich die Kappe trage. Darüber hinweg zu täuschen, dass meine genetischen Voraussetzungen für volles Prachthaar nicht im gleichen Maße vorhanden sind, wie es bei anderen Menschen der Fall ist. Wirklich eine Tragödie. Von daher... Ich habe Ihren Hut, Herr Kapitän. Sehr schön. Leg ihn an die Luke, hörst du? Aber komme ja nicht. Wie bitte? Ich komme runter. Ja, sag ich doch. Und es glänzt. Runter. Ach, kannst du denn nicht hören? Dann mach jetzt aber die Augen zu, nicht luschern. Hier ist dir... Ah, dieses gleichende Licht. Ich bin geblendet. Frecher Lümmel, gib schon her. Wehe, du sagst doch nur ein Wort von dem, was du hier gesehen hast. Ja. Seht ihr, Alex, insbesondere du. Wenn ich ein Bild ohne Kappe poste, dann werden mir auch Sprüche reingedrückt. Was das mit meinem Selbstbewusstsein macht, ja? So. Versprochen, Herr Kapitän. Das will ich dir auch raten. Und danke, mein Junge. Weißt du, etwas gut bei mir. Du darfst gerne in meinem Boot spielen, aber wirf nichts um. Und es gilt zu niemandem ein Wort über mein, Hutgeheimnis. Ja, über mein Hutgeheimnis. Ich werde vor Scham sterben, wenn es jemals bekannt würde. Aber nun kann ich endlich an Deck zurück. Toll. Nehme ich mir alles mit. Oh, das sieht aber nach viel Mathematik aus. Schnell weg. Ja, okay. Was haben wir hier? Tee, es muss ja nicht immer rum sein. Said no one ever. Igitt, der sieht so aus, als ob das nicht die erste Seereise wäre, während der hier rumliegt. Was gibt es denn für eine? Aha, Fisch hätte ich auch riechen können. Ein riesiges Fass. Ein zerfleddertes Verhältnis, das zu einem Übel auch noch leer ist. Das Schiff der verfluchten Seelen möchtest du in diesem Buch lesen? Na klar, Buchception, Buch im Buch. Und Gott strafte den hochmütigen Seemann für seine lästerlichen Worte. Fortan waren er und seine Mannschaft an das verfluchte Schiff gebunden. Ruhelos durchstreifen sie seither die Meere und sinnen auf Vergeltung an den Lebenden, denen sie das Glück und die Zuversicht einer durch den Fluch beladenen Zukunft neiden. Hüte dich, Seemann, vor diesem Schiff.
Hier liegt ein kleines, schartiges Messer. Kleines, schartiges Messer? Die Seekiste ist natürlich fest verschlossen. Ja! Okay. Ja, also ehrlicherweise so ein bisschen. Achso, vielleicht hier noch. Fahrtenbücher wirst du darin lesen. Beim Dreizack war das knapp. Heute habe ich eines der gefürchteten Segel am Horizont gesehen. Zum Glück ist die Wellentrutz niedrig genug, um nicht gleich bemerkt zu werden. Mit knapper Lot gelang es mir nämlich davon zu schleichen. Ich habe keine Lust, mich zu einem anderen Fracks am Meeresgrund zu gesellen. Der Tag verläuft ereignislos. Die üblichen blanken Teile treiben Backbord vorbei und erinnern mich stets daran, dass die See ein gefährlicher Ort ist. Ich nähere mich dem Schlund der vielarmigen Bestie. So manch braver Schiffer ist hier schon hineingezogen worden. Gott sei Dank, die Bestie war wohl schon satt. Der Wind hat gedreht, es ist eine verdammte Plackerei, aber ich halte den Kurs und kämpfe mich voran. Flaute, es gibt nichts einzutragen, mir ist langweilig und ich stapfe schimpfend über Deck. Großer Hai-Rudel trummt sich Steuerbord. Sie jagen wieder einmal die großen Heringschwärme. Möge Gott verhüten, dass ich jemals in solche Gesellschaft über Bord gehe. Havariertes Schiff entdeckt, halte darauf zu. Es war alles zerstört, keine Seele an Bord. Die Planken schienen aufgerissen worden zu sein. Ob die Piraten dahinter stecken? Schnell davon. Endlich, der Hafen von Bristol liegt vor mir. Hoffentlich machen diese Bürokraten keinen Ärger wegen der abgelaufenen Erlaubnis. Eine abgelaufene Erlaubnis? Du findest einen Hut. Was, er hat hier die ganze Zeit einen Ersatzhut im Schrank? Und ich wetze mir hier die Hacken ab. Was hast du denn hier für einen Hut? Was ist es, der Zylinder? Oder ist es ein regulärer, nicht weiter bekannter Hut? Steht irgendwo Hut? Kapitänshut verleiht dem Träger Rang und Würde. Ist es ein Ausrüstungsgegenstand? Wir wissen es nicht. Möchtest du zurück an Deck? Wir speichern. Und dann möchten wir bitte zurück an Deck. Ja, wohl, bitte, gerne. Hallo Junge, du guckst so komisch. Wir haben die ganze Zeit einen Ersatzhut im Hängeschrank und ich mache mir die ganzen Ärger umsonst. Ersatzhut? Das nennst du einen Ersatzhut. Der ist kalt, knittrig und muffelt. Damit konnte ich unmöglich vor die Tür gehen. Eitel sind wir auch noch. Unfassbar. Dann entdecken wir das hier doch mal weiter. Antragstellungsformular zur Anforderung einer Antwort. Die eilige Nachfrage betreffend, ob eine Eingabe mit lediglich Strafschriften statthaft sei. Es ist doch Bristol und nicht Deutschland. Da haben Landraden nicht dran rumzuprimeln. Zurzeit liegt die Wellentrutz, die Bounty und die Hispaniola im Anker. Ist mal wieder alles vertreten, vom Prachtkran bis zur Nussschale. Toll. Hey, Soldat hier für ein dämliches Touristeninformationsbüro, Landrade. Bist du in der Hafenmeisterei? Komm wieder, wenn du Ware für Zorn oder Schiffsbedarf kaufen willst. Ahoi! Finger weg von meinem Essen! Wer Schiffe bestellt, anmietet, chartert, ordert, bucht oder in ähnlicher Weise zwickt, ordnungsgemäße Einschiffung nach Paragraf 924 des neuen Parlamentsaktes zur Schaffung, Aufrichtung und Obwaltenlassens guter Kunstsätze bei der Meeresquerung zu nutzen, tracht es in Wort gehalten oder Ansehen des Standes des Berufes oder anderer Erbte oder beworbener Privilegien. Zur allseits sichtbaren Bekräftigung seiner guten Absichten einen ehrbaren Gewährsmann, der zumindest im Kreise der angesehenen Seemannschaft höheren Ranges entspringen möge, des Königs und des Parlaments wunschgemäß anzuführen, ob obiges Unterfangen nach den erneuerten Maßgaben des Rechts unbeschadet antreten zu können. Ihre Hafenbehörde. Erinnert mich ein bisschen daran, also ich muss von Berufs wegen des Öfteren Verträge lesen und das ist ungefähr so das gleiche Gusto. Macht auch ähnlich viel Spaß. Er sieht relativ verzweifelt aus. Ach, Freund Jim, wir sind unter die Verrückten gegangen. Lies, was man neuerdings verlangt. Hä? Ganz recht, Jim. Das dachte ich zunächst auch. Was meinst du wohl, was man von uns verlangt? Wir brauchen einen Bürgen. Sehr gut, Freund Jim. So schnell hatte ich den Satz nicht geknackt. Siehst du? Meine Erfahrung. Du hast 25 XP. Wir dürfen nur dann ein Schiff für unsere Suche anmieten, wenn ein angesehener Mann für uns bürgt. Früher fuhr man oft gerade wohl, hinaus auf See. Kein Wunder, dass die Epoche der Entdeckungen endet. Können wir hier nicht den Captain mal fragen? Oder kann er nicht für uns bürgen? Na, Junge, was gibt es denn? Auch Ihre Hilfe, Herr. Die Sache ist so. Flux ist alles erzählt. Und da der Kapitän sein Hutgeheimnis bewahrt wissen möchte, erklärt er sich als Bürger bereit. Tja, dann hat ja alles in Ordnung, würde ich meinen. Wenn Sie hier unterschreiben, Herr Doktor. Schwungvoll. Und Sie hier, Kapitän?
Die Formalitäten sind erledigt. Krone und Parlament können wieder einmal zufrieden sein. Vielen Dank, Kapitän. Sie haben uns sehr geholfen. Denken Sie lieber mit einem Windstoß oder einem kleinen Jungen, der ein Geheimnis wahren half. Und es soll auch ein Geheimnis bleiben, aber... Dann auf, wir haben ein Schiff zu suchen, das uns ans Ziel unserer Wünsche trägt. Hoffentlich ist uns niemand zuvor gekommen. Solange niemand plaudert, ist... Du weißt schon, sicher. Der Squire! Nichts wie hinaus und den Schwätzer verwahrt. Nach dir, Freundin, du hast die flinkeren Beine. Aha. Leisty, wo sind Sie? Hallo, es geht um den Schwarz. Leisty, jetzt macht mir die Suche nach Ihnen keinen Spaß mehr. Ich will Ihnen doch vom Schatz erzählen. So geben Sie doch Ruhe, um Himmels Willen. Ach doch, stärken Sie Leisty, stellen Sie sich vor, ich habe ein Schiff gefunden, das groß genug ist, den Schatz zu transportieren. Bravo, Squire. Nun hat auch der größte Esel begriffen, wonach wir auf der Suche sind. Schockshit. Ich meine, unser Geheimnis sei verraten. Hat Hawkins etwa geplaudert? Ob Jim geplaudert hat? Na, das ist doch der Gipfel, wenn ich nicht. Lassen wir das. Dieses Thema ist einfach nur ermüdend. Jetzt kommen Sie. Sie sollen unser stolzes Schiff sehen, die Hispaniola. Ein Prachtschiff, nicht? Ich muss sagen, Sie haben da tatsächlich ein glückliches Händchen bewiesen. Mit diesem Schiff sollte die Fahrt zur Insel ein Kinderspiel sein. Und was ist mit der Besatzung? Da kommt ja auch schon unser wackerer Kapitän. Ja, ich grüße den Schiffsherrn und seine Begleitung. Ahoi, wie man bei Ihnen zu sagen pflegt. Ist das nicht ein prächtiger Tag und wie der Wind? Ich möchte gern gleich zur Sache kommen. Was haben Sie denn, Sie kurz angebundener Mensch? Na. Immer heraus mit der Sprache. Es ist im ganzen Hafen herum, jeder Teekratzer weiß, dass sie auf Schatzsuche gehen. Still doch, Mann, dieses Geheimnis! Geheimnis? Was meinen Sie, welche Elemente nun auf diesem Schiff anzeuern wünschen? Glücksjäger, widerborstige Tagträumer, wenn wir Glück haben. Wie soll man da noch eine ehrbare Mannschaft an Bord nehmen können? Die Sache ist verschwätzt worden. Wir wussten, dass Schwierigkeiten warten, aber mit Ihrer Hilfe, Kapitän, werden wir Ihre Herr. Mit diesem Dickschädel ärgerlichsten Zuschnitz, er soll lernen, wer hier der Schiffsherr ist. Ja, haben Sie zwei gefunden. Erinnerst du dich noch, dass ich aufgetragen hatte, einen Koch zu suchen, Jim? Ich versuche, die beiden Dickköpfe zu beruhigen, während du ein Smoothie besorgst. Aber einen guten hörst du, einer muss sich auch um das Wesentliche kümmern. Okay, verstehe. Also, hier haben wir dann jetzt noch eine Dialogoption. Goldtaler! John Silver. Komm her, Kapitän Flint, was krächzt du da? Goldtaler! Der Papagei spricht! Was haben die so an sich? Sprechen, ha! Der Vogel hat noch weniger Verstand als ein verfluchter Pirater. Sie haben etwas gegen Piraten? Das wohl, Junge. Ich verabscheue dieses Natterngezücht, aber welcher ehrbare Seemann tut das nicht? Ein sonderbarer Vogel. Ha! Du musst wirklich keine Angst vor Kapitän Flint haben. Ich habe doch keine Angst vor Ihrem Papagei, Herr. Es ist Wochen her, seit er jemanden die Augen ausgekratzt hat. Oh! Auf Wiedersehen! Du scheinst es ja eilig zu haben, aber das dachte ich gleich, als ich dich sah. Der Junge sieht eifrig und pflichtbewusst aus, ganz so wie ein aufgeweckter Bursch auch sein sollte. Oh, danke, Squire Trelawney. Trelawney? Heißt er Trelawney oder Trelawney? Ich weiß es nicht. Sag sowas nie. Trau ihm nicht, Jim, der Kerl ist ein Lump. Ich verrate auf 10 Meilen gegen den Wind. Was war denn das? Zum Mackwitz. Immer mit der Ruhe, mein guter Junge. Kann der alte John Silver vielleicht behilflich sein? Kennen Sie einen guten Koch, aber nicht so einen Essensfeinscher, wissen Sie, sondern einen richtigen. Ein Koch, ich kenne den Koch. Sehr piratisch. Wer ist es? Wo finde ich ihn? Und bitte helfen Sie mir her. Ich bin es selbst, Junge. Meine Küchenkünste genügen selbst den Ansprüchen eines Admirals. Lecker. Da hörst du es, tapferer kleiner Mann. Ich werde doch keinem Papagei widersprechen. Ich sage gleich Dr. Livesey Bescheid. Kommen Sie. Einen Moment, Herr Hasby, ich möchte. Wir müssen mich noch beim Wirt rauslösen. Dieser Kapitän Smollett ist eine Zumutung. Er glaubt wohl, dass sich ein Trelawney von Sachverstand beeindrucken ließe. Pah! Ja, das ist eine hinderliche Kompetenz. Smollett hat doch nur ganz klein wenig ihre Theorie gerade rückt, Squire. Was versteht dieser Esel schon von Unterwassermasten? Nun, vermutlich noch weniger als Sie, Squire. So ist's, guter Doktor. Er versteht noch weniger davon als... Ach. Gott zum Gruße, ihr Herren. Ich sehe gleich, wenn zwei Fachleute in ein Gespräch vertieft sind.
Bei Gott, das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Willst du uns nicht vorstellen, Hawkins? Wenn's sein muss. Na, 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 Junge, du willst doch diesem feinen Herrn den schuldigen Respekt erweisen wollen. Der werte Herr ist John Silver und allem Anschein nach haben wir unseren Koch gefunden. Vortrefflich, Jin, ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Allerdings scheint Herr Silver noch ein paar offene Rechnungen beim Wirt. Ich habe lediglich mein Budget überzogen, als ich nach Rezepten für neue Köstlichkeiten suchte. Köstlichkeiten? Ach, keine großen Sachen. Arr, Sahnebonbons. Creme-Pasteten. Schokoladengefüllte Erdbeertorten. Ah, da haben wir's doch. Das ist unser Mann. Sie werden es nicht bereuen, Herr. Da wäre nur die finanzielle Kleinigkeit mit dem Wirt. Dank unseres baldigen unerhörten Reichtums kann es sich auch nur um eine Kleinigkeit handeln. Was wollen Sie denn jetzt nun noch live sehen? Ich habe das Wort Schatz doch mit keinem Wort erwähnt. Jetzt doch. Psst, psst. Wir haben sogar die Wendeohren, hoher Herr. Gold verlockt auf das treueste Herz. Ich hoffe, Sie haben bereits eine Mannschaft zusammengestellt, auf die absoluter Verlass ist. Nach meiner Rechnung brauchen wir wohl 20 Mann, um uns vor Unliebsamkeiten zu schützen, vor eingeborenen Piraten oder Himmel möge es verhüten, den abscheulichen Franzosen. Zusammen mit meinen Bediensteten zählen wir 7 Mann. Was für ein unglaublich glücklicher Zufall, stellen Sie sich vor. Ich habe da zufällig ein paar brave Seelen zur Hand, die auf einem tüchtigen Schiff anheuern wollen. Das klingt nach einer Meuterei waiting to happen. Ha, haben Sie gehört, Doktor? Dieser Mann da ist ein Himmelsgeschenk. Ich wusste es gleich, unsere Reise steht unter einem glücklichen Stern. Auf, auf, ein Schatzruf! Ich habe die große Vermutung, die Hälfte vergessen zu haben. Die ganze Nacht lang hatten wir alle Hände voll zu tun, um alles an seinen Platz zu bringen. Und so war ich dann hundemüde, als im Morgengrauen der Bootsmann sein Pfeifsignal gab. Oh, das ist ein wunderbares Signal. Zieht an den Tauen, Kerle. Na los, in 2 Glasen will ich den Hafen hinterm Horizont haben. Ihr habt den Kapitän gehört. Zieht, hau ruck, hau ruck. Hier gebe ich die Befehle bereit, Spieß. Aber ja, Herr. Anker einholen. Wo ziehen die dran an der Luft? Steht da nicht rum, Kerl. Dreht das Ankerspiel. Wird's bald. Darf ich die gute Laune doch mit einem Liedchen fördern? Hört gut zu, Jungs, einige kennen es vielleicht. 15 Mann auf des Toten Tru. Johoho, und der Buddel voll rum. Planke einziehen, es geht los! Ich will Ihnen die Einzelheiten der Fahrt nicht berichten. Sie ging recht glücklich vor sich. Das Schiff erwies sich als seefestes Fahrzeug. Die Mannschaft zeigte sich durchweg tüchtig und der Kapitän verstand sein Geschäft aufs Beste. Aber noch bevor wir die Schatzinsel anliefen, ereigneten sich einige Vorfälle, von denen ich Ihnen erzählen muss. Ich bin gespannt. Hier wird kräftig geschrubbt. Also reinlich sind Sie. Ich darf wieder spielen. Okay. Was wir jetzt nämlich machen, ist folgendes. Wir laden einen alten Speicherstand, weil ich habe einige Dinge noch nicht erledigt. Okay, was ich jetzt noch nicht getan habe, sind zweierlei Dinge. Ich habe einerseits noch nicht hier oben gefragt, was mit dem Koch ist. Ich will einen Koch anheuern. Du, willst du jemanden anheuern? Bist du Kapitän auf einem Zwergboot? Nein, nein, Squire Trelawney und Dr. Livesey heuern ihn natürlich an. Ich suche ihn nur aus. Ein Squire und ein Doktor, sagst du? Das ging schon anders. Klingt es nach Geld. Ich sagte was, Knips. Bring die beiden hierher. Ich denke, wir kommen ins Geschäft. Okay. Ich mach mal hier weiter. Und guck mal, ob sich unsere Story ändert. Okay, ich habe jetzt wieder alles absolviert und dann spreche ich hier. Okay, verstehe. Dann interveniert er. Okay, okay. Verstehe. Also, ich würde sagen, das hat sich jetzt erledigt. Gut, okay. Was war denn das? Das war Folge 11 von Die Reise ins All. Wir haben, glaube ich, optionalen Content in dieser Folge in erster Linie gemacht. Wir haben ein wenig die Schatzinsel erkundet. Das scheint mir eine Art Nebengeschichte zu sein. Ich würde jetzt nicht Dungeon sagen, eine optionale Quest, die wir absolvieren können. Es hat mich sehr gefreut, euch das hier zu kredenzen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und oder ein Abonnement da. Das würde mich sehr freuen. Und ja,
dann sehen wir uns weiter wieder zu Folge 12 von Die Reise ins All. Da werden wir die Geschichte, die Nebengeschichte nochmal ein bisschen weitermachen, die Nebenquest. Es hilft sich, glaube ich, die Erfahrungspunkte zu sammeln. Moment, eine Sache habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt bin ich schon mitten in der Abmoderation, aber ich habe eine Sache noch nicht ausprobiert und die Spannung wird ins Unermessliche steigen. Das ist nicht der richtige Speicherstand. Ich habe nämlich noch nicht versucht, in nördliche Richtung zu gehen. So, ich möchte zurück an Deck. Kleinen Moment. So, jetzt. Ich war noch nicht hier. Was habe ich zurückgetan? Ich will aus dem Meer hinaus meinen Schatz suchen. Oh, nicht so laut. Okay, gut. Hast du ja so erledigt. Also, wie gesagt, wir sehen uns wieder zu Folge 12. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Auch zu dieser Folge. Genau, und wir werden diese Nebenquest ein bisschen erkunden und dann geht's, glaube ich, bei Folge. Ich weiß nicht, wie lange sie noch dauert, ihr werdet mir sagen können. Gleichzeitig könnt ihr mir auch sagen, in die Kommentarsektion schreiben, ob ich hier irgendetwas Wichtiges übersehen habe. Das wäre wie immer ein sinnvoller und wichtiger Hinweis. Ich möchte euch das Spiel zu 100% zeigen. Gut, ich würde sagen, bleibt bitte gesund. Wir sehen uns zu Folge 12. Macht's gut in der Zwischenzeit. Bis dann und Tschüssikowski!